30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts begann die Fliegerei aus dunklen Schatten herauszutreten und sie eroberte die Welt. Der Flugzeugkonstrukteur Hans Klemm wollte ein Flugzeug für jedermann produzieren und entwarf dafür die Klemm 25, ein kleines, schwach motorisiertes, kostengünstiges Volksflugzeug. Schnell zeigte sich bei der Vermarktung, dass viele Kaufinteressenten an einer leistungsstärkeren Variante interessiert waren. Die Klemm 25 wurde in verschiedenen Varianten ein Erfolg. Der berühmte Pilot Wolf Hirt flog sie und begeisterte den Schauspieler Heinz Rühmann für die Fliegerei, als er ihn in der Maschine mitnahm. Rühmanns erstes eigenes Flugzeug war ebenfalls eine Klemm 25. Die Maschine wurde nach Finnland, Schweden, Ungarn, Rumänien und bis nach Südamerika verkauft. Im Klemmwerk entstanden mehr als 600 Klemm 25, es sind allerdings nur noch 12 erhalten und 5 flugfähig. Gehört der Stadt Möbling als Eigner und wir als Luftsportgruppe Hans Klemm sind die Betreiber von dem Flugzeug. Das Flugzeug wurde von der Stadt mal gekauft für ein geplantes Stadtmuseum, das dann aus vielerlei Gründen nie realisiert wurde. Und seit 2017 ist der Flieger jetzt zuverlässig in der Luft und fliegt jedes Jahr ca. 15 bis 20 Stunden. Ich habe mein Fliegerleben ja als Modellflieger begonnen und 1982 habe ich das erste Mal von der Klemm 25 ein 1:72 Modell gebaut und damals hätte ich nie gedacht, dass ich mal irgendwann da drin sitze und damit herumfliege. So, dann abgesehen von der Sitzposition und der langsamen Anfluggeschwindigkeit, danach fliegt sie einfach wunderbar. Sie fliegt wie ein Segelflugzeug. Meine Frau sagt immer, sie fliegt genauso, wie sie den Planik, den Blechnik in Erinnerung hat. Also viel Seitenruder, wenig Querruder. Sie reagiert sensibel auf jede Ö. Auch Thermik kann man ausfliegen. Aber bei einem ruhigen Abend ist einfach wunderbar. Es gibt nichts Schöneres, als dann rauszuschauen. Ja, und die Landung, man kommt mit 85 km/h angeflogen und dann muss man einfach akzeptieren, dass man nichts mehr sieht nach links und rechts, die Landereiter verschwinden. Noch mal ein paar Worte zur Ausrüstung von unserer EJOL, weil einige Dinge sind doch noch original und die sollte man doch erwähnen. Hier links habe ich die Handpumpe von der Firma Allweiler, die ist nötig, um von den Flächentanks in den Haupttank, der ein Falltank ist, umzupumpen. Das heißt, wenn man das muss, 50 Hübe sind ungefähr 2 Liter. Da ist man im Flug dann im Zweifelsfall beschäftigt. Der Falltank, der fasst
40 Liter, also sprich 2 Stunden knapp, wird es länger, hier ein bisschen umpumpen. Das nächste Feature, was original ist, ist die Sump-Pumpe hier drüben, die zum Einspritzen beim Anlassen, also eine Primerpumpe dient. Auch die ist vollständig original und bis auf einen neuen Dichtungssatz unangetastet. Genauso wie der Benzinhahn, der gleichzeitig auch den Ölhahn abklemmt, Hauptschalter und der Batteriehauptschalter sind original Ausrüstungsteile von diesem Flugzeug. Hier noch ein kleines Feature, die Tankanzeige unserer Klemm 25 von der Firma Maximal in Berlin. Das ist Teil der Originalausrüstung. Funktionsweise ist ein Zylinder, der Druckluft auf den Tauchrohr im Tank bringt und der Gegendruck wird dann über ein entsprechend geeichtes Instrument angezeigt. Das läuft dann für einige Sekunden jetzt ab, wie gerade hier, und wenn der Kolben abgelaufen ist, Feder vorgespannt, springt das Ganze zurück. Diese Tankanzeige von Maximal war bis Ende der 30er eigentlich ein Standard für viele Flugzeuge, war in frühen He 111.